Für uns bei Mediamarkt Saturn ist Analytics sehr wichtig, um unsere Prozesse und einfach das Erlebnis für unsere Kunden immer weiter zu verbessern. Einfach sicherzustellen, dass wir immer die richtigen Produkte am richtigen Platz haben, dass wir unsere Kunden so ansprechen, wie sie es erwarten, dass wir wirklich auf ihre persönlichen Bedürfnisse eingehen. Und da sehen wir Analytics als ein ganz wichtiges, unterstützendes Hilfsmittel dazu. Ich glaube, wir machen schon einige spannende Anwendungsfälle, wollen das ganze Thema aber noch größer und noch breiter werden und zu einer wirklich datengetriebenen Organisation uns entwickeln. Das ist unser Weg. Ich sehe zwei große Herausforderungen. Ich glaube, das eine ist einfach mal, die Grundlagen müssen da sein, damit Sie wirklich Analytics im großen Stil machen können. Sie brauchen einfach erstmal Daten. Da haben wir zum Beispiel durch unser Mediamarkt Club und unser Saturncard einfach tolle Loyalty-Programme, wo wir schon viel über unsere Kunden, über deren Präferenzen, über deren Kaufverhalten gelernt haben, wo wir aufsetzen können. Oder unsere elektronischen Preisschilder sagen, darüber können wir auch Preise wirklich konsistent im Online- und im Offline-Bereich halten, was unsere Kunden einfach für uns erwarten. Also ich glaube, das eine ist einfach Grundlagen, das andere ist aber auch einfach, habe ich, dass Analytics wirklich in den Köpfen ankommt, dass wir sagen, wir machen konsequent, Entscheidungen werden datengetrieben getroffen, wir setzen da konsequent auf Unterstützung von Analytics, und Analytics ist nicht so, ich sag mal, so eine Seitenaktivität, die stattfindet, sondern Analytics kommt wirklich da an, wo es hingehört, in den Kernprozessen, in den wichtigen Business-Entscheidungen. Und das ist, glaube ich, vor allem noch eine Einstellungssache. Wir haben einen Accelerator aufgesetzt, nennt sich Retail Tech Hub, wo wir sogar mit anderen Händlern zusammenarbeiten und eine Plattform gegründet haben, zu der wir immer Startups einladen und mit diesen Startups sehr eng zusammenarbeiten. Die Startups bringen ihre Ideen ein, das sind sehr viel spannende dabei. Wir bringen nämlich die Expertise aus dem Handel ein und da entstehen ganz viele spannende Ideen. Zum Beispiel, wir haben in Innsbruck letztens den ersten kassenlosen Laden eröffnet. Und das war jetzt eine Kooperation, wo wir gesagt haben, da haben wir die Expertise dieser Startups genutzt, da haben wir unsere Expertise aus dem Handel genutzt und so in der Kombination entstehen ganz, ganz tolle Ideen. Was für mich die DigiCon auszeichnet oder von anderen Konferenzen unterscheidet, ist die Kombination aus Wissenschaft und Praxis. Also ich glaube, Sie haben ganz, ganz tolle Referenten aus der Wissenschaft, wirklich führende Köpfe da, die tolle, sehr innovative neue Konzepte herbringen. Mich hat gerade der Vortrag zu Quantencomputing zum Beispiel sehr beeindruckt. Und das dann jetzt in der Diskussion mit den Praktikern zu sagen, wie kann ich das in meinem Unternehmen ansetzen? Ich glaube, diese Kombination ist das, was die DigiCon einmalig macht.